Hallihallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Video hier bei mir bei Big G's Tintenkiste. Ich bin gebeten worden, mal so einen kleinen Vergleich zu machen, so eine Art Shootout zwischen diesen beiden Füllern hier, die ihr hier seht. Das eine, das ist der Lamy Safari in dieser Version hier jetzt Petrol und einmal im Vergleich mit dem Faber-Castell Black oder All Black. Ja, den All Black, den habe ich mir eine Art Set gekauft, zusammen mit einem zugehörigen Kugelschreiber, der ziemlich gut schreibt, muss ich sagen. Ja. Kann ich mal ganz kurz zeigen. Also für einen Kugelschreiber, wohlgemerkt, ne? Ball Point. Ja, schreibt ganz gut, ja. Aber nur so als nur halt jetzt nebenbei, ja. So, und dann damit ich jetzt diese beiden Füller jetzt gut miteinander vergleichen kann, muss ich natürlich auch in beide Füller die gleiche Tinte reinmachen. Ich habe standardmäßig im Lamy Safari Petrol standardmäßig immer Diamine Aurora Borealis. Und das heißt, ich muss diese Tinte hier auch reinmachen, ja. So, ich habe jetzt hier eine leere Patrone drinne. Ja, die muss ich jetzt noch quasi befüllen, bevor ich jetzt mit dem Review, mit dem eigentlichen Video anfange. Ja. Und damit ich das Ganze ein bisschen einfacher befüllen kann, beziehungsweise einfacher hier anwenden kann, habe ich hier so eine kleine, ja, kann man sagen, so eine Art Klammer, so eine Papierklammer, wo ich die Patrone so ein bisschen fixieren kann. Ja, wobei, nee, lieber nicht. Geht auch so. Ja, dann habe ich hier eine Patrone, die recht fest sitzt jetzt oder fest genug. Dann habe ich hier noch so die Tintenprobe von der Blue bekommen, ja. Die ich aber nur für diesen Füller hier verwende. Nur für den Lamy Safari. Ja, es ist eigentlich eine schöne Farbe, die mir auch ganz gut gefällt. Ja, ist ja auch so eine Sondertinte. Eine Tinte die von irgendeinem Füllerclub oder Füllerverein sich also quasi gewünscht gewesen ist. Die haben sich die quasi custom-mäßig machen lassen von Diamine. Und ist eigentlich eine schöne Tinte. So, jetzt müsste natürlich nur noch die Patrone da drinnen fest sitzen. Oder feste genug, dass ich hier vernünftig arbeiten kann. Ja. So. Und das sollte es jetzt eigentlich schon gewesen sein. So. Patrone rein. Ja, und gleich mal gucken, ob er schon schreibt. Ja, das ist immer so bei den Füllern, wenn die nicht befüllt werden also direkt in das Fass hinein, dann kann das immer so ein bisschen dauern, bis sie anfangen zu schreiben. Jetzt hier in dem Fall habe ich noch ein bisschen Wasser in der Feder, die ich noch so ein bisschen heraussaugen muss mit dem Handtuch hier oder mit dem Handtuch. Was rede ich ja noch mit dem Handtuch hier? Mit dem Taschentuch. Ja, ich glaube, da ist noch ein bisschen Feuchtigkeit drinne. Ja, so um das mal so gleich zu zeigen, wie das dann aussehen soll.
Ja, und da sehe ich schon gleich, also dieses, ne, mit diesen Lami-Federn heutzutage ist ja immer so eine Sache, da weiß man nie, ob man jetzt eine gute Feder bekommt oder nicht. Ja, im Gegenzug dazu haben wir halt immer bei Faber-Castell doch eher gute Federn, ja. Ja, doch, eigentlich ganz gute Feder auch verglichen mit der Safari M-Feder, also mit der M-Feder von Lamy, schreibt sich diese hier dann doch schon ein bisschen anders da. Ist ja das Modell Grip. Ja, auch mit einer M-Feder. Ja, da habe ich das Gefühl im Gegen, also wenn ich jetzt diese beiden, wenn ich jetzt diese beiden Federn miteinander vergleiche, empfinde ich die Lamy Safari Feder kratzt zwar ein bisschen, aber ist nicht so schlimm. Ist auf jeden Fall ja softer, würde ich sagen, als jetzt hier von Faber-Castell. Allerdings habe ich hier so ein kleines, die Feder, die Faber-Castell-Feder ist ein kleines bisschen biegsamer, ja. Natürlich auch so ein bisschen so Geschmackssache. Ja, mag man jetzt so diese Lamy, diese Lamy-Form, Lamy-Federform oder doch eher so eine eher klassisch angehauchte Federform, wie jetzt hier bei Faber-Castell zu sehen ist. Ja, wenn ich jetzt die Lamy, also die Faber-Castell-Feder vergleichen wollen würde mit der von meinem Essentio, sieht man auch, dass die sich so von der Größe her auch so ein bisschen unterscheiden. Ja, wobei das jetzt auch subjektiv sein kann, weil es sieht so aus, als ob die Feder, also ob die Feder vom Grip einfach tiefer in der Sektion drinne sitzt. Könnt mich irren, ja, aber irgendwie, ich weiß nicht, also es sieht zwar kleiner aus, aber irgendwie, sie könnten auch beide gleich groß sein, oder? Ja, also jedenfalls, so vom Schreibgefühl her, wenn ich jetzt hier so mal so gucke, die Feder vom Essentio, die ist butterzart. Butterzart. Kann ich gar nicht anders sagen, ja? Ein Füller für ungefähr 45 Euro. So, und dagegen jetzt so die Feder hier vom Faber-Castell Grip. Deutlich mehr Feedback, ja. Also wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, zwischen einem Lamy Safari und jetzt hier diesem Faber-Castell Grip. Ich persönlich, ich finde zwar so allgemein gehalten die Federn von Faber-Castell zwar besser, aber wenn ich mir jetzt hier so den Füller, den Safari in die Hand nehme, ja, zumindest jetzt dieses eine spezielle Modell, ja, also jetzt nicht diese normalen Modelle, wo glatter Kunststoff ist, ja, halt eben in vielen bunten Farben und so, sondern jetzt allgemein finde ich der Lamy Safari. Wie gesagt, ich spreche jetzt nur von diesem einen Modell, das schön rau ist, schön matt ist vom Material her, ähnlich wie der Grip hier, empfinde ich, dass der Lamy Safari erstens besser verarbeitet ist, besser in der Hand sitzt und auch allgemein so vom Verarbeitungsgefühl her was ganz anderes ist. Also der Lamy Safari, der ist ja hergestellt in Deutschland und ich finde, also ich kann es nicht beschreiben. Ich persönlich, ich finde, wenn ich den Lamy Safari jetzt so in der Hand habe, ich fühle das, dass der Füller sein Geld wert ist. Allein der Füller. Ich rede jetzt nicht von der Feder oder so. Ich rede jetzt nur von der Kappe, von dem Schaft, ja, oder auch hier die Sektion,
wo auch hier die Kanten schön abgerundet sind. Da ist nichts irgendwie unangenehm oder sowas, ja. Und im Gegenzug zu diesem Faber-Castell Grip, der fühlt, er ist sehr leicht. Er ist einfach, wenn ich beide Füller so nehme, jetzt mal so vom Gefühl her, finde ich, ist auch der Lamy Safari ein bisschen schwerer. Das ist nicht viel, aber man spürt es, ja. Und der Faber-Castell, er fühlt sich eher, ja, billiger, günstiger, wie man es auch immer nennen mag, ja. Genauso auch diese Sektion hier, ist ja, es war auch hier so ein bisschen so mit dieser so Triangel mäßig so ein bisschen gemacht, dass sich das so ein bisschen so anpasst in der Hand, ja. Ich finde aber trotzdem, dass dieses gummierte Zeug hier, ja, dass dieser Griff, ich fühle mich damit nicht wohl. Sag ich ganz, ganz offen und sage ich ganz ehrlich. Also ich fühle mich mit diesem Griff nicht wohl. Ja, diese Nippel, Noppen hier, die sind auch nicht wie bei anderen Füllern oder Kugelschreibern von diesem Modell aus Gummi, ja, was ja bedeuten würde, ich habe hier mehr Griff, sondern das ist einfach nur glatter Kunststoff. Also der Grund, der Zweck dieser Noppen ist ja eigentlich gar nicht gegeben, ja, so. Und wenn ich mal so gucke, hier der Kugelschreiber hier zum Beispiel, der hat diese Gumminoppen, ja, gut, da habe ich die Noppen auch in der Hand, wenn ich damit schreiben möchte oder sowas, ja. Aber ein Unterschied ist auch, wie ich finde, auch der Clip ist auch eine wichtige Sache für mich, weil ich die auch mal gerne am Hemd trage und so. Und da will ich natürlich auch einen Füller haben, der sich schnell und leicht ans Hemd tacken lässt, ja, ohne dass ich jetzt Angst haben muss, dass das mit dem Ding irgendwie abhanden kommt oder sowas, ja. Der Clip ist sehr steif. Also man kann ihn zwar bewegen, aber man braucht viel Kraftaufwand dabei. Und ich empfinde auch, dass diese Kanten hier, man sieht es zwar jetzt nicht unbedingt so sehr, dass es irgendwie schlecht verarbeitet ist, ja, oder so, aber es fühlt sich sehr metallisch an. Es ist ein Metallgegenstand. Es ist, kann ich gar nicht anders sagen, ja. Also, wenn ich es jetzt so vergleiche mit dem Clip von dem teureren, von dem Essentio, da ist der Clip, der ist viel leichtgängiger. Er ist viel leichtgängiger und ich kann ihn auch, vor allem auch mit einer Hand, ich kann den Füller quasi mit einer Hand hochnehmen und mit einer Hand auch anschmiegen an das Hemd. Das ist bei dem gar nicht möglich, ja. Da braucht man unheimlich viel Kraftaufwand, ja. Also mein Fazit, um jetzt mal zum Ende zu kommen von dem Video, soll ja nur ein kurzer Vergleich eigentlich sein. Mein Fazit von diesen beiden Füllern, wenn ich vergleichen müsste, also ich habe jetzt wirklich, also wenn ich wählen müsste zwischen dem Lamy Safari und dem Faber-Castell Grip, der Lamy Safari ist so ungefähr bei einem Preis von 15, 20, 25 Euro so ungefähr. Und der Faber-Castell Grip, der kostet auch so 15 bis 20 Euro, würde ich sagen. Ich habe ihn ja im Set gekauft mit dem Kugelschreiber. Ich habe bezahlt so um die 35 Euro. Und der Lamy, der Safari ist einfach besser. Er ist einfach besser. Und von daher, das war jetzt ein kleiner Videowunsch von Blue, meiner Abonnentin, die mir das Aurora Borealis geschickt hat, die Tinte. Und jetzt, das könnt ihr jetzt gar nicht sehen. Was für eine Scheiße. Jetzt ärgere ich mich ein bisschen. Ja. Unfall. Jetzt bin ich das Glas oder der Behälter mit der Probe Aurora Borealis umgefallen und hat jetzt meinen Swap Diamond Pelham Blue total versaut. So ein Mist aber auch. Ja, sowas kann passieren. Egal. Uffputze und gut ist. Naja, okay. Gut, Freunde, also dann komme ich wieder zum Punkt für heute. Reicht ja auch jetzt wieder nach knapp 15 Minuten. Vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank fürs Zuhören. Habt ihr Fragen, dann fragt sehr gerne. Ansonsten bis zum nächsten Review, Freunde. Bis bald und ciao.